So, ich hatte euch ja mal gezeigt, wie wir aus Handtüchern und ein bisschen Quickmix-Beton wunderschöne Pflanzschalen machen. Nun hatte ich hier noch Reste rumzuliegen von Bordüre. Ich habe mal so eine Reste geholt in einen Roller. 2-3 Euro gekostet so eine ganze Rolle. Also dachte ich mir, wir machen uns mal ein paar kleine Schälchen dafür. Wir rühren, wie ihr habt, unseren Quickmix ein. Diesmal aber dünn. Schön dünn. So, dann nehmen wir unser, entweder habt ihr ein Spitzendeckchen rumzuliegen, die ihr nicht mehr mögt oder weiß ich was. Und die schön darin schmaddeln. Ruhig noch ein bisschen nasser werden. Ist jetzt, ob er den Eimer damit sauber wischt. Ja. Schön benetzen, so auch schön durchziehen. Nach Möglichkeit nicht so massig nur an Klumpen dran lassen. So, der nimmt ein altes Glas und darüber gelegt. Einfach so. Und dann trocknen gelassen. Ihr könntet jetzt ganz gleichmäßig machen. Ich mag es, wenn es ein bisschen unterschiedlich ist. Das ist euch überlassen. So, und dann stellen wir das ganz normal zum Trocknen hin. Könnt ihr das sehen? So, das machen wir jetzt mit diesen wunderschönen weißen ebenso. Einfach schick den Eimer damit auswischen, nochmal ein bisschen feucht machen immer. Ihr könnt auch vorher schon das Deckchen ein bisschen anfeuchten. Ich denke, das hängt doch immer je nachdem davon ab, was das für ein Material ist. So. Hauptsache ist alles schön mit benetzt. Ein Gläschen drunter. Hier steht. So. Noch was Kleineres. Das alles lasst ihr jetzt mal schön 12 Stunden durchhalten. Dann sehen wir uns wieder. Unser Töpfchen ist schon ganz gut getrocknet. Also weg mal innen mit ein bisschen Farbe. Vor allem gibt den Ganzen gleich noch mal ein bisschen mehr Halt. Also. Aber wie gesagt, wer das mag, der kann das auch so in Betonlook lassen. Das ist überhaupt ja kein Muss. Das sind mal so Übertöpfe, die niemand hat, würde ich sagen. So. Ein klein bisschen. Ich mag das immer noch so ein bisschen, diese Schabby-Schick-Farbe ranzumachen. So. Trocknen lassen. Schauen wir doch mal. Da steht er. So schnell machen wir uns einen kleinen Schabby-Schick. Da ist er. So was hat nicht jeder. Ey, nicht mit Steine werfen. Schaut mal, den da oben, den halt schon vor einem halben Jahr gemacht. Schick mal. Der steht bei Wind und Wetter draußen im Garten. Das macht dem ja nichts. Und so wird es dem auch gehen. Viel Spaß beim Nachbasteln.